Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch ganz einfach erklären, was es mit dem größten gemeinsamen Teiler auf sich hat. Und wir klären natürlich auch, wozu brauchen wir den überhaupt. Und am besten machen wir das an einem Beispiel. Der größte gemeinsame Teiler, abkürzen tun wir den GGT. Und wir suchen jetzt den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen. Wir nehmen als Beispiel, Klammer auf, 12 und 42. Und da wir den größten gemeinsamen Teiler suchen, schreiben wir doch als erstes mal die Teiler auf. Das bedeutet, wir nehmen als erstes die 12 und wir überlegen jetzt, durch welche Zahlen können wir die 12 teilen. Hier helfen uns natürlich die Teilbarkeitsregeln. Die 12 können wir durch die 1 teilen, denn jede Zahl können wir durch die 1 teilen, weiter durch die 2, durch die 3, durch die 4, durch die 6 und durch die 12. Dann nehmen wir die 42. Die 42 können wir teilen durch die 1, durch die 2, durch die 3, durch die 6, durch die 7, durch die 14, durch die 21 und die 42. Und wir schauen jetzt beide Zahlen durch. Wo haben wir den größten gemeinsamen Teiler? Beides ist durch 1 teilbar, beides ist durch 2 teilbar, beides ist durch 3 teilbar. Und beides ist durch 6 teilbar. Weitere Teiler gibt das nicht. Das bedeutet, 6 ist der größte gemeinsame Teiler. Und hieran kann man jetzt einige Sachen sehen. Zum einen, es ist von Vorteil, wenn wir das kleine 1x1 beherrschen. Denn der größte gemeinsame Teiler 6 bedeutet, beide Zahlen sind in der 6er-Reihe. Denn 2 mal 6 sind 12 und 7 mal 6 sind 42. Wer gut das kleine 1x1 kann, kann ja ziemlich schnell den größten gemeinsamen Teiler herausfinden. Und eine andere Sache fällt noch auf. Wir haben hier jetzt die 12. Einen größeren Teiler kann es gar nicht geben. Das bedeutet, wir machen es jetzt noch einmal von vorne. Wir schreiben nochmal die Teiler der 42 auf. Es ist die 1, die 2, die 3, die 6, die 7 und jetzt wird die 14 kommen. Die 14 ist allerdings schon größer als die 12. Das heißt, wir können es eigentlich schon hier beenden. Es ist nicht verkehrt, wenn wir es aufschreiben, aber eigentlich müssten wir es nicht. Aber wer sich unsicher ist, lieber alle Teile aufschreiben. Machen wir ein weiteres schönes Beispiel. Wir suchen jetzt den GGT von 14 und 56. Das bedeutet, wir schreiben jetzt die Teile von der 14 auf. Das sind 1, 2, 7 und 14. Von der 56 sind das 1, 2, 4, 7, 8, 14 und weiter müssen wir jetzt eigentlich nicht machen, weil der größte gemeinsame Teiler kann ja maximal 14 sein. Und wir können hier ablesen, der größte gemeinsame Teiler ist 14, denn die 56 ist in der 14er Reihe. 14, 28, 42, 56 und so weiter. Ein anderes schönes Beispiel, der GGT von 16 und 21. Wir schreiben die Teile auf von der 16, 1, 2, 4, 8 und 16. Von der 21, 1, 3, 7, die 21 können wir eigentlich schon weglassen. Und wir sehen, es gibt nur den größten gemeinsamen Teiler 1. Und das ist jetzt ein besonderer Fall, denn durch 1 ist jede Zahl teilbar. Und das definieren wir jetzt so, wenn der größte gemeinsame Teiler zweier Zahlen eine 1 ist, sind sie teilerfremd. Und ein letztes Beispiel, wir können den GGT auch von mehreren Zahlen berechnen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die Zahlen 15, 20 und 45. 15 hat die Teiler 1, 3, 5 und 15. Die 20 hat die Teiler 1, 2, 4, 5, 10 und die 20 können wir schon weglassen. Die 45 hat die Teiler 1, 3, 5, 9, 15 und die 45 können wir eigentlich weglassen. Und der größte gemeinsame Teiler bei allen Zahlen ist die 5. Alle Zahlen sind in der 5er-Reihe. Hätten wir nur die 15 und 45, wäre der größte gemeinsame Teiler die 15. Bei 15, 20, 45 ist der größte gemeinsame Teiler die 5. Und jetzt klären wir noch schnell die Frage,
Wozu brauchen wir das Ganze? Nehmen wir das Beispiel hier oben, GGT 12 und 42. Wir wissen, es ist 6. Und der größte gemeinsame Teiler hilft uns beim Brüchekürzen. Hätten wir den Bruch 12 42. Wir wissen, der GGT ist 6. Das heißt, wir können beide Zahlen durch 6 kürzen. Und rauskommen würde 2 Siebtel. Den Bruch 2 Siebtel können wir nicht weiter kürzen. Bei der nächsten Aufgabe hätten wir meinetwegen den Bruch 14 56. Hier könnten wir auch wieder kürzen, und zwar mit der 14. Das heißt, wir hätten dann 1 Viertel. Nehmen wir noch einmal das Beispiel GGT mit 16 und 21. Das war ja 1, also teilerfremd. Und jetzt sehen wir auch, was es bedeutet. Hätten wir den Bruch 16, 21. Wir können hier nichts kürzen. Wir können natürlich durch 1 rechnen, aber das verändert ja nicht die Zahlen. 16, 21. bleibt 16, 21. Und das war jetzt ganz einfach der größte gemeinsame Teiler erklärt und auch mit einer kleinen Anwendung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es mit euren Freunden, denn nur geteiltes Wissen ist nützliches Wissen. Und jetzt seid ihr dran.